Einen wunderschönen Tag, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video ist wirklich kurz und knapp, weil es regnet. Aber ich wollte euch dieses Auto nicht vorenthalten, weil der sieht wirklich, wirklich richtig, richtig, richtig geil aus. Ich lasse jetzt erstmal einfach Bilder sprechen. Gibt einen kurzen, klitzekleinen Carporn und erkläre ich einfach mal, was wir an diesem Kfz geändert haben. Und manchmal sind die Sachen, die man ändern muss, klein, aber fein. Ganz wichtig, abonniert den Kanal, wenn euch das Video gefällt. Folgt mir auf franzsimon83. Und jetzt auf Instagram übrigens. Ich bin ein bisschen krank, sorry. Aber ich stehe im strömenden Regen für euch in eisigen Kälte, um für euch Video zu machen. Also folgt mir, wie gesagt, auf Instagram, franzsimon83. Und jetzt erstmal Film ab. Okay, da ist er. Audi R8 V10 RWS 570 PS Version. Leistung ist also original. Verbaut haben wir einen Satz KW Gewindefedern auf TÜV Höhe geschraubt. Ja. Und natürlich einen zweiteiligen Satz AMP Forged LP2. Ja. Das Design ist angelehnt an ein Lamborghini Rad auf jeden Fall. Ja. Sternschwarz, Bettschwarz, dann die neuen 2024er AMP-Nabendecke mit Carbon, das ist Standard bei den Felgen. Es sei denn, man möchte sie nicht, dann kriegt man normale Aludeckel. 20, 21 Zoll, auch natürlich alles ohne Distanzscheiben und so weiter und so fort. Sieht meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr gut aus. Und nochmal, TÜV-Höhe, TÜV-Breite, TÜV-Radreifen-Kombi, ja, also so wie es hier steht, darf es ganz normal gefahren werden. Ja. Auch ich finde, dass er vielleicht hinten sogar noch ein bisschen rauskommen könnte, aber dann gibt es den TÜV nicht mehr. Ne? Und da wir alles legal haben wollen, ist das jetzt auch so auf Maß gebaut worden. Ich finde, sehr, sehr schick. Manchmal ist weniger auch mehr. Ja? Und bei dem Auto, ich finde, der hätte auch so vom Band laufen können. Ne? Ich finde, die Räder sehen zwar extravagant aus, aber nicht out of place, finde ich. Ja? Super geil, mega, würde auch auf einem Gallardo oder auf einem Huracan richtig, richtig, richtig geil aussehen. Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt. Man hätte hier natürlich auch eine crazy Farbkombination machen können, aber ihr seht, es ist alles schwarz an dem Auto, so ein bisschen undercover. Und mit den roten Nabendeckeln finde ich eh immer geil. Das passt auch ganz gut zu dem R8-Schriftzug auf dem Kfz. Ein sehr, sehr schönes Auto, wie ich finde. Und das Geile bei dem ist natürlich, 570 PS ab Werk, nur Software und zack, wir haben 640 PS. Das ist dann bei dem Fahrzeug der nächste Schritt. Ne? Kunde hat das Auto noch nicht gesehen, der kommt den morgen abholen. Aber ich denke, er wird mit dem Ergebnis sehr, sehr happy sein. Denn auch ich bin mit dem Ergebnis sehr, sehr zufrieden. Ein sehr schönes, geiles Auto, nicht zu aufdringlich, aber trotzdem kann man sehen, hey, das Ding ist nicht original, da wurde etwas dran gemacht. Jawohl. Ja, und auch wenn ihr auch mehr so kurze, knappe Videos von den Projekten haben wollt, die wir machen, also wir haben zum Beispiel gerade auch noch zwei weitere Autos mit Rädern, also Räder, Felgen, Entschuldigung, Räder und Fahrwerk zum Beispiel, dann haue ich natürlich gerne auch mehr solche Umbauvideos, also nicht Umbauvideos, aber was wollt ihr sehen? Wollt ihr 100.000 Mal sehen, wie oft ein Dämpfer rein und rausgehauen wird oder wie oft ein Rad ran und dran und abgeschraubt wird? Haben wir auch alles, glaube ich, schon 1.000 Mal gesehen. Kennt jeder von euch. Ich denke, das Ergebnis ist das, was am Ende zählt. Übrigens ist der wirklich gar nicht viel tiefer. Ich glaube, es sind insgesamt jetzt 20 mm geworden oder 25 mm maximal. Ich glaube, 20 sind es, ja. Weil halt alles auf TÜV-Höhe geschraubt ist. Ne? So, wenn euch diese kurzen, knappen Videos gefallen, wie gesagt, und ihr mehr davon sehen möchtet, schreibt die Kommentare rein. Oh, ich hatte echt einen anstrengenden Tag heute. Ne? Und ja, abonniert den Kanal, teilt das Video. AMP Forged Räder sind alle Schmiederäder. Nochmal, die können wir passend für jedes Auto bauen lassen. Hier handelt es sich übrigens um eine zweiteilige Konfiguration mit sichtbaren Schrauben, ja, und einem Stufenbett. Ja, kann man aber auch mit unsichtbaren Schrauben, also nicht unsichtbaren Schrauben, sodass man die Schrauben nicht sieht. Man kann es mit dem flachen Bett bestellen und. Ist im Endeffekt eigentlich ja, wie maßgeschneidert für euch, so wie ihr es haben möchtet. Das war's von mir. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Hoffentlich mit Sonnenschein.